Moin Moin und herzlich willkommen auf mybodymind.de. Mein Name ist Dominik Barke und heute soll es endlich mal wieder um das Thema Schmerzen gehen. Warum Schmerzen? Weil das Thema ist, um den es sich bei mir eigentlich den ganzen Tag dreht, weil ich jeden Tag mit Leuten zu tun habe, die chronische Schmerzen haben und ich den Leuten helfe, wieder aus dieser Schmerzfalle rauszukommen. Wenn du einen richtig entscheidenden Tipp brauchst, dann guck dir dieses Video nach dem Trailer an. Chronische Schmerzen, ich kenne mich da nicht nur drin aus, weil ich das täglich, wie gesagt, Leuten beibringe, sondern weil ich selbst über 10 Jahre chronischer Schmerzpatient war und das Thema nicht in den Griff gekriegt habe, weil ich eine entscheidende Sache nicht verstanden habe. Und zwar, dass Schmerzen gerade im körperlichen Bereich ganz häufig nichts mit mechanischen Problemen zu tun haben, sondern immer multidimensional zu betrachten sind. Ja? Hast du vielleicht schlecht geschlafen, schlecht regeneriert? Hast du vielleicht psychische Themen, die du mitschleppst? Hast du vielleicht Anspannungsmechanismen, die die Muskeln übersauern lassen? Bist du vielleicht im Stressmodus, im sogenannten Fight-or-Flight-Modus, wo dein Körper immer nur auf Autopilot reagiert? Dann bekommst du Schmerzen. Nun ist es so, dass unser Körper lernt, wenn wir häufig Schmerzen haben und wir uns sehr stark darauf fokussieren, diese Schmerzen dann auch wahrzunehmen. Ja, ganz viele Leute haben das, die sagen, ich komme nicht mehr raus aus dieser schmerzlichen Gedankenspirale, dass der Körper richtig gut in dieser Sache werdet, die ihr täglich trainiert, und zwar Schmerzen produzieren. Ja? Wenn du anfängst zu jonglieren, dann wirst du immer besser im Jonglieren. Fängst du an, Sport zu machen, wirst du besser im Sport machen. Fängst du an, jeden Tag über Schmerzen nachzudenken, wirst du besser in den Schmerzen. Wichtig dabei ist es zusätzlich zu verstehen, dass der Körper irgendwann lernt, dieses Schmerzsignal dir auch in anderen Situationen geben zu können. Beispiel, du hast Schmerzen in den Knien. Diese Schmerzen haben dich tierisch gestört, die kamen vielleicht von einem mechanischen Thema, Joggen, vielleicht hast du dich irgendwie verletzt, was auch immer. Dann schläfst du 3 Tage schlecht. Du bist müde, hörst aber nicht auf deinen Körper, schläfst immer weiter schlecht, gehst spät ins Bett, bist den ganzen Tag ständigen Dopaminkicks ausgesetzt und. Und dann sagt der Körper, okay, Dominik checkt es scheinbar nicht. Ich sage ihm seit 3 Tagen, geh doch mal früher ins Bett. Ja, ich muss ihm ein anderes Signal senden. Welches Signal hat Dominik nicht gemacht? Bingo, Knieschmerzen. Mochte er noch nie. Also sende ich ihm jetzt Knieschmerzen als Zeichen dafür, geh mal wieder früher ins Bett. Höre auf deinen Körper. Gönne dir etwas Entspannung. Ja? Die Leute interpretieren dann aber Knieschmerzen als, ich habe bestimmt ein Problem im Knie, vielleicht sind meine Bänder kaputt, vielleicht ist mein Meniskus kaputt oder vielleicht, wenn sie ein bisschen differenzierter denken, Tibialis, Wade, Sprunggelenk, Füße, Hüfte. Ja? Da könnt ihr aber auf der absolut falschen Schiene sein. Ja, das ist so wichtig zu verstehen, dass man nicht immer an diesem Symptom doktert, sondern dass man nach der breiten Ursache suchen muss. Ich weiß aber durchaus auch, dass das nicht immer so einfach ist und dass, wenn man selbst in dieser Gedankenspirale drin ist, dass man halt echt Probleme hat zu sagen, okay, was könnte denn die Ursache sein? Und wenn ihr jetzt sagt, ja, genau so geht es mir auch, dann kommt doch auf mich zu, ja, weil da kann ich euch mit meinem ganzheitlichen Ansatz mit Sicherheit helfen. Ich kann euch mal kostenlos beraten und wir gucken uns einfach mal an, wo bei dir Probleme sind und wie wir die Schritt für Schritt in den Griff bekommen können, damit du wieder in das Thema Schmerzfreiheit geraten kannst und wie ich jetzt auch das Wetter genießen kannst, das Leben genießen kannst. Ja? Hau rein, bleib geschmeidig, bis zum nächsten Mal.